Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Injection 23. Ja, in der letzten Folge ist mir leider zu spät aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht angeschlossen war. Also es war halb drin, aber es hat halt nicht ausgereicht, um es halt, ne, alles aufzuzeichnen, was ich gesagt habe. Ist auch egal, dann werden wir das in dieser Folge jetzt ein bisschen nachholen. Was steht denn hier? Ich liebe diese Videospiele. Sehr schöne Sache, steht hier. Es ist jetzt gerade keine Zeit für das hier. Okay, warum? Warum? Da ist irgendwas geschrieben. Mit heißem Wasser sollte man es entfernen können. Na, dann brauchen wir heißes Wasser. Jetzt weiß ich nämlich, für was wir das gestern alles gemacht haben. Und ja, für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge noch nicht gesehen haben sollten oder noch gar nichts von Injection 23 kennen sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, worauf klicken könnt, um euch natürlich alle Folgen anzusehen. So, hier haben wir ein Stück Fleisch. Damit können wir natürlich einen Gegner auch ein bisschen verarschen. Ja, da ist auf jeden Fall nichts, ne? Okay, und der Brenner funktioniert nicht. Oder der Ofen oder was auch immer. Ja, Ofen. Sagen wir Ofen dazu, dann ist gut. Auf jeden Fall, mein Kassettenrekorder hat merkwürdige Geräusche aufgenommen. Okay. Die Poster in meinem Raum sind alle verändert. Das ist ein makabrer Joke, also Witz, genau. I never left home. And what? Ich war niemals allein zu Hause und werde niemals wieder zurückgehen. Niemals wieder, okay? Also irgendwas mit irgendwelchen Nachrichten, die er hier irgendwo geschickt hat. Ich habe versucht, mit einigen Spielen meinen Kopf halt zu stabilisieren. Also aus seinem inneren Ich, okay. Mein Kopf, meine Realität, alles, was ich weiß. Oh, das ist jetzt richtig schwer weiterzulesen. Auf jeden Fall geht es um Angst und um Emotionen. Wahrscheinlich hat er die teilweise verloren. Okay, ich werde jetzt erstmal alles einsammeln wie beim letzten Mal. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch nicht mehr alles an, weil das haben wir beim letzten Mal ja schon gehabt. Wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall warmes Wasser, um es da von der Wand abzukratzen. Dann fasse ich jetzt einfach mal hier rein, ne? Oder... Ja doch, rein, genau. Und da müsste ein Schlüssel sein. Ja komm, kann man das überspringen? Nee, kann man leider nicht. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Oh, 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 yeah. Da ist ein Bild. Ich glaube, das soll unser Hund darstellen. Oder? Ja, das ist das Bild unseres Hundes. Voy a encontrarte. Ich werde dich finden. Du wirst ihn bestimmt finden. Nimm das auch mal mit. Jetzt müsste er eigentlich auch gleich kommen. Oh, ich hab's verpasst. Da war nämlich ein Gesicht vorhin kurzzeitig zu sehen. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Wartet mal, jetzt habe ich einen Schlüssel für hier hinten. Wie gesagt, ich beeile mich jetzt, ja, weil ich hab's ja schon gespielt, ne, mehrfach. Hier ist ein Eimer. Ja, ich bin mich beim letzten Mal übersehen. So, dann kann ich jetzt gleichzeitig noch... Wir haben auch so viel Zeug, ey. Also kann ich relativ häufig speichern. So, jetzt muss ich erstmal hier hinten rein. Genau.
Es ist ganz schön schwer hier, ja. Boah, Junge. Okay. Okay. Okay, die haben wir auch. Komm schon. Jo. Jo. Haha, jetzt haben wir nämlich die Streichhölzer. Damit können wir nämlich den, die Maschine hier hinten anwerfen. Jetzt bekommen wir eigentlich sogar warmes Wasser. Wer kennt es nicht? Ne? Damals musste man ja noch selbst, wenn zumindest das Gebäude sehr alt war, das Wasser selber aufwärmen mit so einer Art Boiler. Und jetzt haben wir warmes Wasser, können das hier reinfüllen. Dann kann ich mir jetzt nach unten gehen, dort die Nachricht abwischen, mal sehen, was wir da... Oh! So ein mieser Arsch, okay. Ja, ich habe es jetzt abgewischt. Okay, das sieht sehr makaber aus. Oh nee, das ist ein Rätsel. Haben wir jetzt irgendwas bekommen, wo das draufsteht? Nee, oder? Warte mal. Hab ich irgendwas verpasst? Vielleicht brauchen wir ja. Okay, und was soll das jetzt? Warte mal. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Muss ich das jetzt so komisch hindrehen dadurch oder was? Ja, woher soll man denn wissen, wie man das Ding platzieren muss? Ich bin jetzt irritiert, weil ich habe noch keinen Zettel bekommen. Jetzt haben wir Fotos mit numerischen Zeichen bzw. Zahlen. Ich bin irritiert. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt das Symbol anleuchte? Vielleicht muss ich es ja anleuchten. Zeit, ja, das weiß ich. Ich komme jetzt aber trotzdem nicht klar, weil ich habe keinen Anhaltspunkt, was ich genau machen muss. Okay, wartet mal. Wartet mal, hat es was? Ich vermute mal, damit ist die Schale in der Küche gemeint, oder? Hier.
hat damit auch nichts zu tun. Also hier steht, der Schalter in deinem Raum ist kaputt. Du kannst ihn ja im Laufe des Tages reparieren, oder? Ess jeden Tag ja frische Früchte und halte alles so sauber wie möglich. The cleanest one is the least dirty person. Ja, und auf jeden Fall sollte der sauberste, die sauberste Person auch die schmutzigste sein, weil die schmutzigste Person auch die sauberste. Irgendwie sehr ganz merkwürdig. Ja, ich bin jetzt verwirrt, weil ich weiß jetzt nicht, was mir das Spiel sagen will mit diesem Apfel. Bin verwirrt. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Eigentlich sogar volle Kanne verwirrt. Weil ich kann ja auch nur speichern und so. Ey, wenn ich jetzt verrecke, ne, dann muss ich den ganzen Kack nochmal machen. Da kann man natürlich nichts mehr tun. Ich überlege jetzt, was man machen kann. Das haben wir, das haben wir. An dem Schrank können wir nichts machen. Ich bin so komplett verwirrt, ey. Also für mich sah es nur aus, als ob die Schale gemeint ist, wo das frische Obst rumliegt. Geht nichts. Da geht auch nichts. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen will. Also, was? Da ist nichts. Da ist nichts. Verstehe es nicht. Aber mir sagt jetzt trotzdem das Spiel nicht, was ich genau machen muss. Ja. Aber wenn ich irgendwo einen Apfel sehe und dieses Zeichen, dann wird es wahrscheinlich richtig sein. So. Kann man wahrscheinlich nur noch raten. So ein Kreis, glaube ich, war das, ne? Nee, warte mal. Ich glaube, damit ist was anderes gemeint, oder? Okay, warte mal. Ein Apfel, das Zeichen.
Und kann es ein Mond sein? Also wird es unten schon mal richtig sein. So, okay, jetzt. Nee. Hier, das müsste es sein. Alter! Was ist denn jetzt los? Alter, was war denn das? Alter, boah, nee, holla die Waldfee. Was habe ich jetzt bekommen? Okay, wir haben Kapitel 3 jetzt beendet. Alter. Alter, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist schon ziemlich nice, das Spiel. Ich meine, okay, es erklärt nicht viel. Wahrscheinlich, wenn ich es gelesen hätte, schon. Was denn gerade? Also irgendeine Kreatur? Ich weiß im Übrigen nicht, ob das hier irgendwas zu bedeuten hat. Aber wenn das jemand von euch weiß, kann das natürlich gerne im Kommentarbereich hinterlassen. Das würde mich nämlich brennend interessieren. Ich habe es jetzt nicht verstanden, ganz ehrlich. Wir wollten halt rausgehen, da war gerade irgendwas vor uns. Und ich kann ihn nicht mehr speichern. Wisst ihr, das tun wir eigentlich nur, weil unser Hund verschwunden ist. Wegen was anderes machen wir das hier alles gar nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn wir eine Schusswaffe finden würden. Ja, überall steht die 23. Das ist nervig. Gehe ich fast raus.
glaube, wir sind richtig. Aber wissen tue ich es nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier denn rein, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Schön. So muss es sein. Oder wir werden gleich verfolgt. Alter, die Atmosphäre ist gerade extrem bedrückend, ja. Was haben wir denn hier? Nix, da ist ein Zettel. Sie haben mich eine lange Zeit beobachtet. Okay, ich höre, wie sie mich manipulieren, die Kabel. Ich habe nur für einige Stunden geschlafen. Und wurde ja in der Nacht durch irgendwas aufgeweckt. Okay, irgendwas macht mich hier verrückt. Was wollen sie nur damit? Ist es ein Part eines Experiments? Tun sie das für mich? Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Angst, hier ist Consuming. Ja, also die Angst nimmt überhand bei mir. Ich weiß nicht, was als nächstes nach dieser Eskalation der Panik kommt. Ich fühle, dass ich langsam meine Kontrolle verliere. Und weiß auch nicht. Nee, das konnte ich gerade nicht lesen, entziffern kann, was auch immer. Also auf jeden Fall scheint hier was sehr, sehr Merkwürdiges abzugehen. Es ist nur die Frage, wo müssen wir genau hin? Ich würde schätzen, da hinten. Es sieht auch für mich wie ein Bahnhof aus. Da ist ein LKW lang gefahren. Okay, er ist auch ein... Leck mich doch! Was bist du denn? Nein! Ich bin direkt tot! Was zum Teufel war denn das? Oh, bei mir haben sich gerade alle Nackenhaare aufgestellt und... Oh Gott, habe ich Gänsehaut. Oh, ist ja ekelhaft. Alter. Hier muss ich jetzt die ganze Kacke nochmal einsammeln, dann kriege ich echt einen Raster, ne? Ja, muss ich. Also gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass irgendwas irgendjemanden manipuliert und dass man anscheinend auch die Kontrolle dann verlieren kann. Vielleicht diese Kreatur. Und vielleicht sind die Kreaturen ja sowieso, also keine wirkliche Einbildung, aber also durch unsere Gedanken geschaffen, würde ich jetzt mal so behaupten. Wartet, ne? Genau. Problem ist, ich kann hier halt nirgendwo speichern, ne? Das ist jetzt gerade echt scheiße. Weil ich komme natürlich jetzt gerade auch nicht weiter. Ich kann hier auch nichts aufnehmen, wie es aussieht. Alter, diese scheiß Kreatur, ey, die geht mir ja voll auf die Eier. Ich würde sie am liebsten aufnehmen, also per Screenshot. Ja,
Er ist da hinten und sieht mich sofort anscheinend. Was ist das denn überhaupt? Gar nichts. Ich bin langsam der Meinung, dass das Vieh halt auch das Licht halt sehr gut wahrnimmt. Es kommt. Alter! Nö. Schlägt mich doch! Mann, ist das eine behinderte Scheiße! Leute, das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn es jetzt wieder nichts wird, ja, dann das lasse ich sein. Weil das gibt mir echt auf die Eier. Dann muss ich es halt beim nächsten Mal machen. Ich frag mich, was für eine scheiß Kreatur das überhaupt ist. Ich hab schon wieder Gänsehaut. Das geht mir auf den Sack. Dann kommt es mir so vor, als hätte sich die ganze Umgebung verändert. Also ich darf da nicht hinrennen. Ich müsste doch irgendwie die verdammte Tür aufmachen können. Also, ich hätte ja noch eine Idee, aber... Was ist das denn hier? Kann ich nichts machen? Ach, Mann. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt öffnen können. Aber es scheint ein Tor zu sein. Also muss ja irgendwo ein Schalter oder sowas sein, womit wir es öffnen können. Ich meine, hier kann ich ja nichts machen. Das Vieh steht aber auch wirklich so scheiße da. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt durchkommen soll. Das ist jetzt ein Problem. Hast du mich gerade gesehen, gehört? Das für eine scheiß Kreatur. Ey, das ist... Was ist das? Die Tür zu machen. Ey, ich bin tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Also macht doch das Spielen keinen Spaß mehr. Ich meine, es passiert jetzt immer wieder dieselbe Pisse. Das ist doch nicht mehr in Ordnung. Ich muss es ja irgendwo... Muss es ja eine Möglichkeit geben, dieses scheiß Tor zu öffnen. Ich würde einfach den LKW nehmen und einfach das Vieh durchfahren, ganz ehrlich. Das würde ich tun. Oh.
Was ist das da für ein Vieh? Ich meine, irgendwo muss ich ja was anscheinend aktivieren oder sowas. Ich muss auch noch speichern, das ist ein anderes Problem. Bin ich fast am Ende. Also, ich verschließe mich. Was will mir jetzt das Spiel sagen? Ich meine, es muss doch hier irgendeine Möglichkeit geben, den Ort zu öffnen. Sieht doch nicht aus, als ob hier jetzt ein Bereich wäre, wo man eigentlich hin soll. Oh, da hier ist so noch ein scheiß Hund. Und Energy. Ich habe eine Tür für eine Schule bekommen. Okay. Also, wo soll da eine Schule sein? Wo könnten hier eine Schule sein? Wahrscheinlich da hinten eigentlich. Ja, aber das... Es ist nicht geil erklärt, jetzt mal im Ernst. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal einen Ort, wo ich speichern kann. Das ist noch das andere Problem. Ich muss ja jedes Mal das nochmal machen. Und das ist ein bisschen scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Und kein Auto kann man öffnen. Okay, jetzt bin ich wieder runter. Also wieder, ich muss irgendwie in die scheiß Schule kommen. Die Frage ist jetzt nur, wie? Das ist falsch. Wo war denn der scheiß LKW? Ey, ich krieg hier einen Anfall. War das nicht richtig? Ich sehe noch nicht durch. Eigentlich muss ich gleich ausmachen, Leute. Also... Ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Ich glaube, jetzt gehe ich richtig. Also... Wir müssen eigentlich diesen... What? Ich sehe nicht mehr durch. Ich sehe einfach nicht mehr durch. Müsst ihr nicht einfach irgendwo ein scheiß LKW sein? Was mache ich denn hier für Kacke? Ich sehe nicht mehr...
Ich sehe ja nicht mehr durch. Ey, Alter, ich weiß nicht mehr weiter. Ich wollte eigentlich weiterkommen. Von hier bin ich rausgekommen. Okay, das habe ich verstanden. Also das mit der Taschenlampe geht mir echt auf die Eier, ne, dass das so schnell leer geht. Wahrscheinlich war ich schon richtig. Hätte wahrscheinlich die Straße einbiegen müssen hier. Also rechts. Der LKW ist nicht da. Ach ja, stimmt, weil er erst auf der anderen Seite ist. Und wo ist jetzt ein Speicherpunkt? Wisst ihr, Leute, ich habe damit ein Problem, weil hier bestimmte Sachen halt nicht funktionieren. Du kannst rennen, aber du bist halt nicht so schnell, wie es gerne wäre. Hier ist ein Bus, da kann ich nicht rein. Ich kann auch nicht speichern und nix. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne mit dem LKW eine Runde fahren. Jetzt sind die beiden Viecher hier. Willst du mich rollen, Alter? Nee. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich würde gerne noch zur Schule kommen. Ja, na klar. Kann ich das Tor wenigstens zumachen? Hey Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Da haben wir... Ach, wahrscheinlich brauche ich dafür. Was ist das denn? Ich bin reingekommen. Alter, um Gottes. Also mitunter ist das Spiel wirklich extrem makaber. Naja, wenigstens sind wir weitergekommen. Das kann man schon mal gutheißen. Thank you.
Mierda, mierda, mierda. Scheiße, scheiße, scheiße. Bleib zurück. Komm nicht näher. Donde coño me meto ahora? Was zur Hölle ist hier los? Hey! Merkwürdig. ¿Y de dónde son? Los traen de nuestras ONGs. Debe constar que son enfermos. Son gente sin familia, nada de lo que preocuparse. ¿Alguna sospecha? Todo controlado. ¿Y ese hombre que estaba metiendo las narices? Bueno, ya sabes. Sebastián tiene buenos contactos. Ya solo falta ultimar los preparativos. La orden debe mantenerse al margen. No quiero que esto trascienda hasta el Gran Maestre. Debemos obrar con cautela. Él ya no puede oponerse contra nosotros. Tenemos el beneplácito de Sebastián y el Dr. Hendrikus. Quizás debería enterarse ya. Hagámosle saber quién tiene el poder. Dichosos aquellos que aguarden sin varar del camino del Señor, pues ellos conocerán la última verdad revelada a los hombres. Las prisas son malas consejeras. Lo quiero fuera de este asunto hasta la ceremonia. ¿Queda claro? Claro como el agua sagrada de la pila bautismal, señor. Okay, also die haben jetzt gerade über etwas sehr, sehr Merkwürdiges gesprochen. Ist jetzt schwer, darüber zu reden. Aber es ging auf jeden Fall um ein Ritual oder sowas in der Art. Und jetzt sind wir in der Schule. Ich werde jetzt erstmal speichern. Und danach die Aufnahme erst noch beenden, Leute. Wir lassen das Telefon erstmal klingeln bei der nächsten Folge, wenn wir hier weiterspielen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo, ein Like oder ein Kommentar eurerseits sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis denn und tschüss.